Seht euch diese geheimnisvolle Flasche auf dem Tisch an. Natürlich steckt Wednesday hinter diesem Experiment. Ich werde die Spritze mit diesem giftigen Gift füllen. Und ich werde es diesem armen Hamster injizieren. Das wird den flauschigen Hamster in eine bösartige Schlange verwandeln. Hey Wednesday, lass uns singen. Ha? Ha? Ist das nicht cool? Mein Hamster, was hast du mit meinem Haustier gemacht? Nein! War es diese Flüssigkeit? Gib sie mir! Du verschüttest es überall. Hab ich dich! Igitt, es ist überall auf unseren Kleidern. Es ist etwas passiert. Der Trank hat bewirkt, dass Wednesday und Enid ihre Körper getauscht haben. Ich bin Wednesday. Wow, ich bin Enid in Wednesdays Körper? Nein, unsere Körper sind vertauscht. Ich habe meinen eigenen Stil. Alles schwarz, genau wie mein Geschmack. Igitt, da ist so viel Farbe in meinem Gesicht. Wer hätte gedacht, dass ich ihre Haut wie eine Schlange ablösen kann? Das Make-up ist ganz weg. Das gehört in den Mülleimer. Meine Nase juckt. Nasenhaare? Ich habe eine Idee. Ich tauche ein Wattestäbchen in eine geschmolzene Kerze und stecke es in mein Nasenloch. Ich brauche eine Zange, um die Haare herauszuziehen. Fast geschafft. Ich hab's. Puh. Ein Nasenloch fertig, das nächste kommt noch. Kinderleicht. Was hältst du da? Eine Make-up-Palette? Willst du, dass ich sie benutze? Sie ist so bunt und hell, lieber nicht. Ich verbrenne sie und mache sie zu Kohle. Ich liebe es, Dinge in Brand zu setzen. Es gibt nichts Besseres als DIY-Make-up mit Kohle. Und so macht man Gothic-Make-up. Perfekt. Ich sehe jetzt mehr wie Wednesday aus. Tauscht. Tada! Mein Kleid ist ganz rosa. Ich fange mit dieser rosa Schaumseife an. Ich sprühe sie so über mein ganzes Gesicht. Ich bin ein Schaummonster. Okay, ich wische das jetzt ab. Oh oh, ich habe gerade Pickel bekommen. Ihh! Ich weiß. Ich werde eine Wimpernzange benutzen, um den Eiter herauszudrücken. Igitt, seht euch den ganzen schwarzen Eiter an, der da rauskommt. Wenigstens hat es funktioniert. Diese Wimpernzange ist so vielseitig. Ich kann sie auch benutzen, um meinen Lippen einen Schmollmund zu verpassen. Jetzt trage ich Lippenstift auf. Ich benutze diese Banane als Hilfsmittel, um meinen Rouge aufzutragen. Perfekt. So viele Pinsel. Das ist der Lidschattenpinsel und ich werde einen rosa Lidschatten auftragen. So. Was noch? Aha, ich brauche Sommersprossen. Ich nehme eine Zahnbürste, tauche sie in einen Bronzer und tupfe ein paar Tropfen auf mein Gesicht. Juhu, jetzt sehe ich mehr wie eine Enid aus. Im Gegensatz zu diesem gruseligen Mädchen. Dieses Bett ist so ungemütlich. Wie kann sie mit all diesen weichen Kissen und Spielzeugen schlafen? Ich muss auf einem Stapel Holz schlafen. Da brauche ich nur eine Decke, um sie zuzudecken. Natürlich brauche ich meine Laken und Kissen schwarz. Perfekt. Igitt, ich muss auch das ganze Rosa-Zeug loswerden. Ich werde es durch meine Sammlung von Bomben und Waffen ersetzen. Das passt zu mir. Ich sollte diese Zeichnungen überarbeiten. Ein paar Hörner hinzufügen. Und scharfe Reißzähne wie ein Vampir. Sei lieber wütend. Das Leben ist zu kurz, um glücklich zu sein. Igitt, Schmetterlinge. Fledermäuse sehen besser aus. So ist es schon besser. Ich werde auf keinen Fall in einem Sarg schlafen. Oh Gott, wessen Skelett ist das? Sorry, wer auch immer du bist, ich brauche mein Bett. Okay, ich werde alle schwarzen Laken entfernen und sie durch rosa Fell ersetzen. Tada, hier drin ist es wie in einem Barbie-Traumhaus. Es ist tatsächlich so gemütlich da drin. Ich versuche hier zu lesen. Warum ist das Mädchen so laut? Das war's. Ich mache hier eine Party. Willst du mitmachen? Nein, danke. Igitt, diese Zehennägel sind so schmutzig und voller Pilze. Hey, du hast mich geschlagen. Deine Zehennägel sind auch nicht besser. Wer lässt sie denn so lang wachsen?
Ich ziehe sie jetzt aus, einen nach dem anderen. Das ist wirklich sehr befriedigend. So lange, hässliche, lange Krallen. Oh, das sind meine Nägel. Toll, ich kann sie für Wednesdays Zehen verwenden. Das sollte ihre schmutzigen Zehennägel verdecken. Juhu! Ich habe eine bessere Idee. Zuerst brauche ich ein Stück von einem Blatt, um meinen Zehennagel zu verdecken. Schneide es einfach auf die Form eines Nagels zu. Dann trage ich schwarzen Lack auf, denn das ist natürlich meine Farbe. Ich werde sie mit Würmern bedecken, genau wie meine Haustiere. Das ist perfekt. Du hast nachgedacht. Wir sind endlich zu Hause. Hm? Überraschung! Heute ist mein Geburtstag. Danke, Familie. Geh weg, du bist nicht Enid. Aber ich bin es doch. Ich bin Enid. Das ist die echte Enid. Wir haben ein Geschenk für dich. Deine Lieblings-Barbie-Puppe. Das ist ätzend. Eine Barbie-Puppe? Meine Lieblingspuppe. Du bist nicht die Enid, die ich kenne. Magst du immer noch ein rosa Halstuch? Das ist nicht wirklich mein Geschmack. Nein, das gefällt ihr so gut, dass sie es tragen wird. Sei nett. Sieht aus, als wäre es an der Zeit, die Kerzen auszublasen. Los, puste und wünsch dir was. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Enid. Heute ist mein Geburtstag, aber ich habe eine Überraschung für alle. Oh nein, Dings war in der Torte versteckt. Dings, du hast meinen Geburtstag ruiniert. Ich muss so dringend pinkeln. Haha, du siehst so lustig aus. Schau dir das Gesicht an. Oh nein, ich konnte es nicht mehr halten. Du bist so eklig. Das ist so peinlich. Was ist denn hier los? Warum lacht der Typ über dich? Er wollte mich nicht auf die Toilette gehen lassen. Ich weiß, wie man sich am besten rächt. Was wirst du tun? Ich werde meinen Piranha-Freunden eine Freude machen. Mal sehen, wer jetzt lacht. Was für eine Erleichterung. Autsch! Etwas beißt mich! Autsch! Warum schreit er denn so? Er kann nicht gehen, ohne in der Pfütze auszurutschen. Nein! Danke, dass du mich gerettet hast. Ich muss jetzt wirklich mal auf die Toilette. Tschüss, tschüss. Wow, ist das ein Glas mit Süßigkeiten? Können wir ein paar davon haben, bitte? Klar, warum nehmt ihr nicht ein paar? Du hast eine Mausefalle? Deshalb solltest du keine Süßigkeiten von mir annehmen. Oh nein, es ist Wednesday. Ich werde dir nicht wehtun. Zeig mir mal deine Finger. So, die werden schon wieder. Gib mir das Glas mit den Bonbons. Jeder kann etwas davon haben. Na los, nimm schon. Deshalb hast du keine Freunde. Ach, was soll's. Ich mache einfach meine eigenen Bonbons. Mit einem würzigen Rahmengeschmack. Zuerst nehme ich einfach die Geschmackspackung und schütte sie zusammen mit den Gewürzen auf die Bonbons. Dann mixe ich alles zusammen. Und um es noch schärfer zu machen, schmelze ich die Bonbons, bis sie zu einer gummiartigen Flüssigkeit werden. Jetzt gieße ich das Ganze in eine Bärenform. Aushärten lassen und fertig ist der Riesengummibär. Er ist so perfekt. Willst du mal reinbeißen? Ja, gerne. Nom. Es ist so köstlich. Ihr solltet es probieren. Oh oh, sie wissen nicht, dass sie gerade in ein Gummibärchen mit Gewürzgeschmack beißen. Jetzt kommt es. So scharf. Es ist so scharf. Jetzt weißt du, dass ich nicht teile. Wednesday, gehen wir ins Kino. Lass uns diesen Horrorfilm ansehen. Klar, warum nicht? Ich liebe Horror. Das ist großartig. Holen wir uns unser Popcorn. Uah! Bist du verrückt? Psst, schau einfach den Film an. Das macht keinen Spaß. Puh, ich setze mich stattdessen zu diesem Mädchen. So unheimlich. Hä? Wo ist mein Date? Er sitzt mit meinem echten Körper zusammen? Ich will hier raus. Vielleicht kann ich meinen Arm um sie legen. Ups, vielleicht nicht. Dings bindet dem Jungen die Schnürsenkel zusammen. Du kannst den Rest des Popcorns haben. Los geht's. Wartet auf mich. Oh.
Ich bin gestolpert. Was ist? Du bist es. Mein Retter. Ups, Entschuldigung. Los geht's. Jatsch. Bleib ruhig, Dings. Bitte schlag mich nicht. Komm, wir bürsten dir die Haare, du hübsche Puppe. Oh, etwas Seltsames geht hier vor sich. Wednesday und Enid sind in ihre ursprünglichen Körper zurückgekehrt. Ich bin wieder Wednesday. Ich bin wieder ich. Ich bin so froh, dass wir zurück sind. Ich muss meine Garderobe wieder neu sortieren. So, deine Schuhe sind blitzsauber. Das war anstrengend. Ecke, dein Gesicht. Mama, das arme Mädchen hat meine Schuhe fertig geputzt. Sieh dir ihr Gesicht an, sie hat so viele Pickel. Igitt, wir geben ihr besser ein Trinkgeld. Fang, lass uns nach Hause gehen. Wow, eine Mama-Langlegs-Puppe. Ich wünschte, ich könnte eine haben, ha? Der Arm kommt mir bekannt vor. Ich hab solche Angst. Sie will, dass ich ihr folge? Das ist ja interessant. Was ist in der Kiste? Das sieht aus wie das Zimmer des armen Mädchens. Oh je, ist das Mama Longlegs? Bitte tu mir nicht weh. Du hast Angst? Aber ich bin nur hier, um mit dir meine Beautybox zu teilen. Wow, eine Schönheitsbox. Ich verpasse dir ein Makeover. Dann fangen wir mal an. Oh je, dein Gesicht ist voller Pickel. Lass sie nicht platzen. Ich habe ein besseres Spielzeug für dich. Sie sind plastisch. Ungezogene Hände, lass deine Pickel nicht platzen. Sieh dir das an. Oh nein, du dummes Mädchen. Lass mich das für dich abwischen. Wenn du etwas knallen willst, dann knalle stattdessen dieses Gummibärchen. Juhu, wow, die sind so bunt. Noch eins. Das macht Spaß. Squishies sind so befriedigend. Yeah. Wir müssen etwas gegen deine Pickel tun. Ich schau mal in meiner Beautybox nach. Aha. Mein guter alter Pumper. Das wird schnell und einfach gehen. Halt still. Ich muss nur deine Pickel auspumpen. Sofort. Hopp. Hat es geklappt? Warum schaust du es nicht im Spiegel an? Komm schon. Meine Haut ist so glatt. Aber sie ist immer noch schmutzig und schuppig. Wirklich? Oh. Komm mal her. Lass mich mal sehen. Es ist schmutzig. Ich weiß, ich mache dir eine Gesichtsmaske. Legen wir sie in die Maschine. Zuerst füge ich etwas Wasser hinzu. Und füge eine Schönheitspille hinzu. Drücke einfach auf den Knopf und die Maschine verwandelt es in eine Gesichtsmaske. Ein paar geschredderte Goldbahnen machen es noch schicker. So kann man sich reich fühlen. Alles bereit. Setzen wir dir die Maske auf. Es kann nicht schaden, ein bisschen wie Nemo auszusehen. Jetzt lass uns das Ergebnis sehen. Mein Gesicht fühlt sich sauber und glatt an. Ich hab dir doch gesagt, dass es funktioniert. Ich bin so glücklich. Von schuppiger Haut zu butterweich. Mama Longlegs Haare sind so rosa. Ich bin neidisch. Ich will auch rosa Haare haben. Meine sehen so langweilig aus. Oh, schau, was ich gefunden habe. Rosa Farbe. Stopp. Das ist kein Haarfarbemittel. Ich habe genau das, was du brauchst. Ich schwöre, es ist genau hier. Nein, ich habe es gefunden. Krepppapier? Lass mich das Papier erst in kleine Stücke schneiden und in einer Schüssel mit Wasser vermischen. Das ist die einfachste Art, Haarfärbemittel herzustellen. Es funktioniert. Das Wasser färbt sich rosa. Zeit, deine Haare einzutauchen. Geduld ist das A und O. Sieh dir diese rosa Haare an. Ich sehe fabelhaft aus. Ist das ein Zauberstab? Oh, das ist ein Haargummi. Steck deine Haare einfach hinein und schon hast du einen bunten Zopf. Fashion Tag ist der Weg, um loszulegen. Zum Schluss noch der Mama Longlegs typische Pferdeschwanz. Und schon bist du fertig. Zwillinge! Rosa macht den Tag immer schön bunt. Bye.
Diese arme Pflanze braucht etwas Wasser. Was ist das für ein Geräusch? Der Flamingo sieht hungrig aus. Ich denke, ich könnte dich mit Glitzer füttern. Guten Appetit. Jemand wird gleich einen glitzernden Furz haben. Dieser Vogel hat eine schnelle Verdauung. Igitt. Das Glitzer macht den Gestank nicht weniger schlimm. Igitt, ha? Huh? Vogelkacke. Weißt du was? Das wäre ein gutes Make-up. Es gibt nichts Besseres als Bio. Du brauchst nur etwas Rouge auf den Wangen und Lidschatten, um deine Augen zu betonen. Es sieht so perfekt aus. Was hat sie mit den Bleistiften vor? Ich tauche den Stift kurz ins Wasser und male die perfekten Wimpern. Ganz im Stil von Mama Longlegs. Und los geht's. Juhu! Eins noch. Mit einem süßen Herzchenstempel und etwas Glitzer ist alles besser. Ich stehe auf diesen Look. Ist das Make-up mit diesen glitzernden Wangen nicht einfach besser? Oh je, das hört sich gar nicht gut an. Oh Mist, deine Augenbrauen sind weg. Ich habe sie noch auf dem Streifen. Ich habe eine Idee. Wie will Mama Longlegs das in Ordnung bringen? Natürlich mit einem Stirn-Tattoo. Einfach und schmerzlos tupfe es einfach mit einem feuchten Tuch ab und ziehe es ab. So natürlich und spitz. Sieh dir das an. Sie sind spitze. Bye-bye, buschige Augenbrauen. Es ist Zeit für die Lippen. Aber es sieht so aus, als wüsste Molly nicht, wo ihre Lippen sind. Ich will's essen. Irgendwie lecker. Was machst du denn da? Wie sehe ich aus? Meine Güte, du siehst aus wie ein Vampir. Und Lippenstift ist kein Essen. Spuck es aus. Lippenstift, ha? Huh? Ich habe eine Idee. Lippenstift und eine Schale mit Schokolade? Was für ein leckeres Paar. Ich werde einen Löffel Schokolade auf der Kerze erhitzen, bis sie schmilzt. Es klappt. Dann gieße ich die geschmolzene Schokolade in eine leere Lippenstifttube. Her. Juhu! Ich kann den Lippenstift essen. Süß und lecker. Und ein cooler Lippenstift. Oh je, der Lippenstift ist überall auf deinem Kinn. Zahnseide und Lippenstift? Aber zuerst wischst du ihn ab. Zeichne unten und oben eine Lippenlinie. So. Jetzt können wir deine Lippen auffüllen, ohne dass der Lippenstift in deine Lippenlinie gerät. Juhu! Was für ein schönes Lächeln. Siehst du, wie der perfekte Lippenstift dir ein strahlendes Lächeln verleiht? Oh je, es scheint, als hätte Molly vergessen, draußen Schuhe zu tragen. Sie ruiniert die weißen Laken mit Schlamm. Spring, 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 macht Spaß. Oh nein, warum sind deine Füße so dreckig? Das weiß ich doch nicht. Naja. Stopp, du musst dich sauber machen. Warte. Wie sollen die Stiefel helfen? Ich muss diese Stiefel mit Wasser und Seife füllen. Ich will sie bis zum Rand füllen. Das sieht sprudelnd genug aus. Komm mal her. Weiche deine Füße in diesen Stiefeln ein. So ist es richtig. Lass dich von den Blasen reinigen. Das macht so viel Spaß. Los geht's. Als nächstes musst du von jetzt an warme Strumpfhosen tragen. Genau wie meine. Sie sind so gemütlich. Es ist, als würde man auf Wolken gehen. Wir passen auch zusammen. Siehst du den Unterschied? Es ist besser, sauber und modisch zu sein. Springende Party! Juhu! Autsch! Ah, das tut weh! Aua, aua, aua! Habe ich Schreie gehört? Was ist denn los? Lass mich mal sehen. Oh nein, da ist ein Splitter. Keine Sorge, wir werden einen Weg finden, das zu beheben. Ich benutze die Spritze, um den Splitter herauszuziehen. Ganz einfach. So, alles weg. Echt jetzt? Es ist wirklich weg. Ich habe Schuhe für dich. Die sehen hässlich aus. Ich will rosa Schuhe wie Mama Longlegs. Ist da
das so? Ich kann das hinbekommen. Yeah! Zuerst werde ich den Schuh mit Kleber bestreichen. Achte darauf, dass du jeden Zentimeter abdeckst, von den Seiten bis nach oben. Jetzt können wir den rosa Glitzer auftragen. Es kann nie zu viel Glitzer sein. Wir müssen so funkelnd machen wie möglich. Oben noch ein bisschen mehr Glitzer und voila! Mama Longlegs Schuhe! Ich liebe sie! Du bist die Beste! Sie sind so rosa und glitzernd! Perfekt zum Herumspringen! Hey! Macht's gut, Splitter! Meine Kleider sind voller Löcher! Keine Sorge, das können wir reparieren. Schauen wir mal. Oh! Bereit für den Nachttisch? Mama Longlegs ist ganz schön hinterhältig. Huch! Was ist gerade passiert? Sieht so aus, als wäre die Zeit des Nachtisches vorbei. Ein Tischtuch und eine Schere. Auf geht's zum Basteln. Ich mache aus dem Tischtuch ein schönes Kleid. Den Gürtel darfst du nicht vergessen. Binde ihn hinten zu. Und jetzt noch die Handschuhe, die Krawatte mit Schleife und eine glänzende Perle. Jetzt bin ich angezogen wie Mama Longlegs. Ich sehe so hübsch aus. Dreh dich mal. Molly sieht jetzt aus wie Mama Longlegs. Wow, das ist ein süßes Armband. Oh, aber es passt nicht. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. Was soll ich nur tun? Ist schon gut. Ich repariere es. Los, spiel mit dem Welpen. Also mal sehen. Ich sammle alle Perlen und lege sie zwischen einem Blatt Backpapier. Ich erhitze es, bis die Perlen schmelzen. Sieht gut aus. Es ist ganz platt. Perfekt, um Formen zu machen. Ich nehme einen herzförmigen Ausstecher. Und voilà! Fertig sind die Herzohrringe. Dieser hier ist mit Liebe gemacht. Probier sie an. Das Herz passt zu deinen Wangen. Ich liebe sie. Pass auf. Ups. Was war das denn? Peppa Pig, was machst du auf dem Boden? Sie hat ein Loch im Rücken. Es ist Zeit für eine Operation. Verabschiede dich von dem ganzen Zeug. Jetzt werde ich dich mit einem Gurt auf dem Rücken nähen. Keine Sorge, ich werde vorsichtig mit der Nadel sein. Jetzt machen wir die andere Seite. Halte durch, Peppa. Sie hat Peppa Pig in einen Rucksack verwandelt. Nun, wenn es ein Sparschwein gibt, wer sagt, dass es nicht auch einen Sparschwein-Rucksack haben kann? Molly kann sogar ihr ganzes Spielzeug hineinpacken. Tada! Wow! Ich kann nicht glauben, dass ich einen Peppa Pig-Rucksack habe. Es ist schön, einen Wald überall mit hinnehmen zu können. Wie die perfekte Mama Longlegs. Danke für deine Hilfe. Jederzeit wieder. Aber mein Zimmer ist so unordentlich und schmutzig und ich bin zu arm, um ein schönes Zimmer zu haben. Was soll ich nur tun? Ich werde das schon machen. Mal sehen. Das wird dein Kinderspiel. Schließ deine Augen. Jetzt schau. Wahnsinn! Das Zimmer hat sich gerade in ein rosa Schlafzimmer verwandelt. Ein rosafarbener, flauschiger Teppich und ein kuscheliges Mama Longlegs Bett. Wahnsinn, sieh dir all diese coolen Sachen an. Tschüss, Molly. Es ist Zeit für mich, wieder in den Spiegel zu gehen. Nein, geh nicht los, bitte. Oh, ich weiß. Warum machen wir nicht ein Selfie als Erinnerung? Sag tschüss. Schönes Lächeln. Wir sollten es auf Instagram hochladen. Tolle Idee. Auf Wiedersehen, Mini-Mama Longlegs. Viel Spaß auf der Party. Auf Wiedersehen. Oh, Wahnsinn, unser Bett kommt und so viele Herzen. In diesem Zimmer werden Pyjama-Partys viel mehr Spaß machen. Ich werde mit einem Lidschatten beginnen. Ups, pass auf, dass du mir nicht ins Auge stichst. Wednesday, du bist dran. Das brauche ich nicht. Oh, sieh mal, da ist Dings. Ist das dein neuer Stil? Ich brauche diese Strumpfhose bitte. Das ist mir peinlich. Ich werde diese Strumpfhose über meinen Kopf ziehen. Dann trage ich Rouge auf meine Wangen auf. Siehst du, sie sehen aus wie Schuppen.
Das kann ich mit der Kohle viel besser machen. Ich werde genau das tun, was sie gemacht hat. Strumpfhose über die Wange ziehen und Rouge auftragen. Zu einfach. Trägt sie jetzt auch noch Lippenstift auf? Ich habe nur Kohle und die schmeckt nicht mal gut. Aha. Dieser kleine Flamingo kann mir helfen. Guten Appetit. Er wird die Kohle für mich essen und sie in etwas Weiches verwandeln. Du meinst Vogelkacke? Ich werde damit meine Lippen bemalen. Es ist ein kleines Opfer, um mein Kind zurückzubekommen. Erledigt. Unser Make-up sieht perfekt aus. Lass uns zum Portal gehen. Hey, wir sehen jetzt aus wie Meerjungfrauen. Das ist noch nicht genug. Wo ist euer Gesichtsschmuck? Nein! Kommt zurück, wenn ihr sie habt. Dumme Menschen. Was soll ich tun? Ich sehe mal in meiner Schmuckschatulle nach. Oh, ich habe mein Bling-Gadget gefunden. Tada! Sofortige Perlen in meinem Gesicht. Und was ist mit mir? Ich werde die Perlen aus dieser Muschel herausnehmen. Dann werde ich sie in winzig kleine Stücke zerdrücken. Haha! So befriedigend. Jetzt tauche ich mein Gesicht ein und voila! Sofort Edelsteine in meinem Gesicht. Ihr seid zurück? Schön, das sind coole Edelsteine. Aber deine Haare sind nur eine langweilige Menschenfrisur. Ach, komm schon! Mal sehen, wie es den Müttern mit meinem Zauberspiegel geht. Sebastian, komm her. Ich brauche dich, um ihre Pläne zu vereiteln. Da sind sie ja. Haha. Ich sollte meine Kneifzange benutzen und ihr die Haare abschneiden. Ich liebe Schnippeln. Mein Zopf. Mein lieber, schöner Zopf. Wir werden dich vermissen. Sie ist jetzt in Frieden. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ich schneide dir auch die anderen Zöpfe ab und ersetze sie durch Meerjungfrauenzöpfe. Was ist das? Ekelhaft. Ich kann nicht glauben, dass ich Farbe in meinen Haaren habe. Wie wär's mit Meerjungfrauenhaar? Das sieht fantastisch aus. Wer ist dein Stylist? Dem würde ich gerne einen Besuch abstatten. Ich glaube, jetzt bin ich dran mit dem Schmücken meiner Haare. Los geht's. Ich fange an, indem ich Glitzer auf meinen Pony gebe. Dann werde ich es mit Meerjungfrauenklammern abrunden. Es ist einfach, aber so süß. Das gibt's doch nicht. Diese Frisur könnte als die einer Meerjungfrauenprinzessin durchgehen. Gut gemacht, die Frisur ist fertig. Dieses Rezeptbuch ist verwirrend. Pass auf, ich werde die Krabbe mit einem Fisch ablenken. Komm zu mir, kleiner Snack. Hab ich dich. Aua! Warum hast du mich gezwickt? Jetzt werde ich diese rosa Badebombe in ihren Kessel werfen. Pass doch auf, sie bricht aus. Ein Seifenblasenvulkan. Geschieht denen recht. Mensch, warum gibt es so viele Waffen? Ich habe etwas gefunden. Ein einfaches weißes Oberteil? Das machen wir besser. Lege das Oberteil hin. Ich werde mit Klebstoff ein Fischschuppenmuster machen. Dann gebe ich etwas Lebensmittelfarbe auf das ganze Oberteil und mische sie wie Regenbogenschuppen zusammen. Mein Meerjungfrauenoberteil ist so hübsch. Wow, sie sind so schön. Aber Achselhaare sind im Meerjungfrauenland nicht erlaubt. Gib mir deinen Kaugummi. Warum denn? Ich benutze das, um meine Achselhaare zu entfernen. Ekelhaft. Ich will es nicht wiederhaben. Igitt. Kleine Ine, du bist dran. Mal sehen, wie viel du wiegst. Das Gewicht von Fischgräten? Das ist nicht genug. Sebastian, geh sie messen oder ich koche dich im Kessel. Igitt! Schmeckt es Ihnen immer noch nicht? Dann muss ich mich wohl etwas mehr anstrengen. Ich schneide den rohen Fisch in Stücke und gieße Coca-Cola in die Mischung. Los, ran an den Mixer und mach Gelee draus. Wahnsinn! Wir dürfen Coca-Cola-Gelee essen? Das sieht so lecker aus.
Das ist beeindruckend. Können wir nicht einfach reingehen? Du brauchst einen Meerjungfrauenschwanz, um reinzukommen. Du hast immer noch diese stummeligen Menschenbeine. Unsere Töchter sind in Gefahr, du hässliches Seegraswesen. Tut mir leid wegen ihr. Woher soll ich denn einen Schwanz nehmen? Ich habe nicht die richtigen Klamotten für so etwas. Warte, ich habe einen Meerjungfrauenschwanz in meinem Schrank? Perfekt! Ich werde im Müll nach Schätzen suchen müssen. Ich werde einen Meerjungfrauenschwanz aus dieser Tasche machen. Wir sind bereit, durch das Portal zu schwimmen. Dein Freund hat keinen Schwanz. Das ist eine Mülltüte. Ich muss es verbrennen. Autsch, das ist ja peinlich. Ich muss jetzt gehen. Ich wollte schon immer mal Inlineskates ausprobieren. Mal sehen, ob sie über meine Flossen passen. Komm schon. Oh nein. Ich wünschte, ich hätte menschliche Beine. Willst du Inlineskaten gehen? Ich weiß, was wir machen. Diese Inlineskates machen Spaß. Willst du sie ausprobieren? Dann gib mir deinen Schwanz im Tausch gegen meine Beine. Einverstanden. Lass mich zaubern. Ja, ich habe menschliche Beine. Endlich habe ich meinen Meerjungfrauenschwanz. Gehen wir unsere Kinder retten. Ihr könnt jetzt das Portal betreten, meine Damen. Viel Glück auf eurer Reise. Hehehe, Zeit, die Kinder zu zerhacken. Bleib sofort stehen. Ich lasse nicht zu, dass du mein Essen ruinierst. Greift an. Haja! Du bist kein Gegner. Nicht, wenn du ein Band um deine Zangen hast und einen Eimer über deinem Kopf. Mein Dreizack ist sehr mächtig. Das Ding hat das Tor geöffnet, um die Mädchen zu befreien. Dieser Spiegel wird den Strahl auf den Vampir zurückprallen lassen. Die böse Meerjungfrau verwandelte sich in einen Fisch. Unsere Mädchen sind am Leben. Wartet, könnt ihr beiden die Plätze tauschen? Toll, Wiedersehensumarmung. Was den Vampirfisch angeht, Sebastian möchte ihn vielleicht haben. Guten Appetit. Bitte tu mir nicht weh, ich bin unschuldig. Huh? Zeit für einen Snack. Wir müssen eine Menge an dir verbessern. Wo sollen wir anfangen? Ich hasse mein Gesicht. Ich weiß es. Ich kann hier alles bewirken, auch diese Kiste. Versuch, den Griff zu drehen. Okay. Wir fangen wohl mit dem Gesicht an. Dieses Spielzeug scheint eine Menge Pickel im Gesicht zu haben. Du solltest sie alle platzen lassen. Hier, ich lege es für dich hin. Wow! Ich kann die alle platzen lassen? Da kommt so viel Eiter raus. Igitt! Reibe es über dein ganzes Gesicht. Dann wird es hart wie eine Tonmaske. Wow! Ich glaube, es ist an der Zeit, es abzuziehen. Der Moment der Wahrheit. Wow! Das hat wirklich alle Pickel rausgezupft. Ekelhaft. Wow, deine Haut sieht so glatt aus. Danke, Pomni. Das unebene Problem ist endlich gelöst. Ich schätze, dass ich mich vorerst mit diesen Haaren abfinden muss. Hm? Ist das eine Guillotine? Für mich sieht es wie eine riesige Rasierklinge aus. Ich weiß. Oh oh, wird sie sich den Kopf abschneiden? Ah! Oh puh, es ist nur ihr Haar. Huh? Oh mein Gott, denk nach. Eine Sekunde, wir lassen den Spielautomaten entscheiden. Ein Hut? Warte, dieser Hut sieht aus wie meiner. Noch besser ist es, ihn auf ihr Haar zu kleben. Das macht doppelt so viel Spaß. Haare und ein Narrenhut. Toll! Deshalb sind die Haare ihr Clownsruhm. Mein Gesicht sieht so langweilig aus. Ich glaube, du brauchst etwas Farbe im Gesicht. Los geht's. Ich frage mich, was die Schachtel uns geben wird. Farbe. Da ist ein Farbroller mit weißer Farbe drin. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen das auf dein Gesicht auftragen. Schließ deine Augen und atme tief ein. Mein Gesicht ist so weiß. Wir müssen die Sache etwas aufpeppen. Ein Lippenstift und eine Käsereibe. Ich werde den Lippenstift in winzig kleine Stücke reiben.
Dann gieße ich etwas Schaum darauf, wie meine Lieblingsschlagsahne. Dann mische ich es, bis es diese rosa Farbe annimmt. Nimm einen Pinsel und tauche ihn ein, damit wir ihn als Blush-On verwenden können. Wahnsinn! Sehr schön, ha? Huh? Deine Lippen sind so trocken. Wir haben keinen Lippenstift mehr. Ich glaube, wir müssen die Schachtel noch einmal umdrehen. Wackelpudding? Es gibt ein Götterspeisepulver. Schüttet es in eine Schüssel mit Wasser und mischt es auf. Und jetzt tauche deine Lippen hinein. Sie sind so dunkel. Keine Sorge, das ist nur eine Maske, die wir abziehen müssen. Es bleibt ein schöner roter Farbton zurück. So cool. Eine Sache noch. Dein Lidschatten. Juhu. Mein Gesicht sieht aus wie Ponys. Was machen wir jetzt mit meinen Klamotten? Sie sind ganz zerrissen und hässlich. Denk nach. Ich weiß. Seht her. Wir werden ein kleines Spiel spielen. Für jede Dose, die du triffst, bekommst du ein Kleidungsstück. Hier ist der Ball. Du kannst es schaffen. Hey! Ich habe ihn getroffen. Ich habe ein süßes Oberteil bekommen. Wow, das ist so schön. Mach weiter. Diesmal habe ich den Rock getroffen. Wow, schau dir meinen Rock an. Gut gemacht. Nochmal. Ja, ich habe die Schuhe getroffen. Ich habe sie erwischt. Schau, wir sind Zwillinge. Ein letztes Mal. Hey, guter Schuss. Hier sind deine Handschuhe. Ich werde dir helfen, sie anzuziehen. Die sind so gemütlich. Sie ist jetzt eine Mini-Version von Pomni. Ich kann nicht aufhören, mich an den Ohren zu kratzen. Zeig es mir. Igitt, das ist eine Menge Ohrenschmalz. Was will sie denn mit einem Teller und einem Strohhalm machen? Ein Loch in das Streichholz auf dem Teller stechen. Oh, sieh dir diese Flamme an. Jetzt zünden wir den Strohhalm an und es wird dein ganzes Ohrenschmalz aussaugen. Lass uns nachsehen. Igitt, da ist so viel Ohrenschmalz drin. Na bitte, dein Ohr sieht sauber aus. Willst du sehen, wie viel wir haben? Igitt, das ist so eklig. Ja, das werfen wir besser weg. Endlich kann sie ihre Lieblingsmusik hören. Dein Makeover ist fertig. Dreh dich mal. Danke für deine Hilfe, Pomni. Du kannst jetzt nach Hause zu deinen Eltern gehen. Die Ausgangstür ist gleich dort. Ich hasse Abschiede. Ich wünschte, ich könnte dich bald wiedersehen. Hä? Du darfst nicht gehen. Bitte, ich vermisse meine Mutter. Ich bin hungrig, also koch mir lieber erstmal was. Okay, ich werde Kane mit Schokolade malen. Ich beginne mit seinem charakteristischen Zahnkopf, den Augen und dem Hut. Dann fülle ich die Farbe seines Zahnfleisches und seiner Augäpfel aus. Als nächstes werde ich Pfannkuchenteig über die Zeichnung gießen. Lass ihn eine Weile backen und drehe ihn dann um, damit das Meisterwerk zum Vorschein kommt. Dieser Pfannkuchen sieht lecker aus. Ich werde einen Geschmackstest machen müssen. Er ist zäh und er hat mich auf jeden Fall satt gemacht. Okay, du kannst jetzt gehen. Juhu! Schau dir meine Jonglierkünste an. Was ist das für ein Geruch? Es kommt aus deinem Mund. Hi! Igitt, dein Atem stinkt. An deinen Zähnen muss etwas gemacht werden. Was haben wir denn hier? Ein elektrisches Poliergerät. Das ist so gruselig. Lasst uns an die Arbeit gehen. Komm mal her. Nein, das wird wehtun. Entspann dich. Wir müssen nur deine Zähne richten. Ich glaube, das war's. Mal sehen. Ups. Alle ihre Zähne sind weg. Oh oh, ich bin gleich wieder da. Kane, ich brauche deinen Kopf. Was zum... Ich habe dir brandneue Zähne besorgt. Öffne deinen Mund. Es passt wie angegossen. Sieh dir diese glänzenden Zähne an. Zeig ihnen dein schönes Lächeln. Dieses Lächeln könnte einen ganzen Raum erhellen. Tschüss, ich werde dich vermissen. Es ist Zeit, zurück in die wirkliche Welt zu gehen. Mach's gut, Pomni.
schön, wieder hier zu sein. Hey Mädels, mögt ihr meinen neuen Look? Was? Es ist das streberhafte Mädchen. Schnappen wir sie uns. Nein, du ruinierst mein Outfit. Oh nein, jeder von ihnen nahm ein Kleidungsstück des Mädchens. Also, sie steht wieder am Anfang. Ich wünschte, ich wäre im Zirkus geblieben. Jetzt bin ich wieder arm. Hey, mach meine Schuhe sauber. Geld! Ist das ein riesiger Pickel, den ich da sehe? Der Pickel ist so groß wie eine Kuppel. Er verlockt mich gerade dazu, ihn zu drücken. Gib mir Deckung. Nein! Das war eine ziemliche Sauerei. Wir müssen etwas gegen deine Pickel tun. Ich habe eine Idee. Lass sie uns mit meinen mächtigen Schwertern abschneiden. Bist du dir da sicher? Geh mir aus dem Weg. Es ist sicherer, stattdessen meine Kosmetikbox zu benutzen. Ich habe die Pinzette. Also lasst uns anfangen, diese Pickel zu zupfen. Das ist so befriedigend. Tada! Problem gelöst. Ja, du hast recht. Ich glaube, sie würde ohne Brille besser aussehen. Jetzt können wir deine glatte, makellose Haut bewundern. Mein Gesicht sieht so glatt aus. Diese haarigen Achselhöhlen müssen dringend gestutzt werden. Ja, da müssen wir etwas tun. Ich habe eine Kombination aus Schere und Rasiermesser. Attacke! Hat's geklappt? Huh? Was ist mit meinen Waffen passiert? Die Kraft der Achselhaare ist zu stark. Du hast mein Werkzeug kaputt gemacht. Pech für dich. Wie wäre es, wenn wir versuchen, die Haare mit einem Lutscher herauszuziehen? Ganz ruhig. Halt still. Ich habe es fast geschafft. Ja. Ups. Entschuldige. Keine Sorge, ich habe meine Kosmetikbox dabei. Was du brauchst, ist dieser spezielle Rasierschaum, den du dir auf die Achseln sprühst. Dann kratze ich ihn mit meinen Schwertern ab. Sie sind so glatt wie mein Gesicht. Hey, was machst du da? Sieh dir die Sauerei in deinem Mund an. Ich will noch mehr Pralinen essen. Das reicht, du machst deine Zähne kaputt. Lass uns das wegwerfen. Gut, dass ich dieses Zahnpflegegerät habe, das dir beim Putzen hilft. Mach weiter auf und halt dich fest. Das ist wie eine Wasserpistole. Damit bekommst du deinen Mund und deine Zähne schnell sauber. Zeig mir dein strahlendes Lächeln. Perfekt. Sehr schön. Wir müssen auch deine Haare richten. Da weiß ich genau das Richtige. Ich werde diese bunten Stifte um deinen Kopf wickeln und ihn mit Folie abdecken. Als nächstes brauche ich eine Chilischote. Nimm ein Bissen bitte. Na klar. Oh-oh. Luffy spuckt Feuer. Dieser Feueratem wird dein Haar aufheizen und den Trick vollbringen. Voila, ich verpasse dir eine brandneue Frisur. Ich sehe so schön aus. Heiß, heiß, heiß. Hier, trink etwas Wasser. Niemand kümmert sich um die Kosmetikbox. Ich denke, ich kann sie selbst öffnen. Etwas ist hinter der Box. Ist das ein Seeungeheuer? Attack! Halt! Diese Tentakel sind zum Schminken da. Du drückst die Tentakeltinte in eine Schale und trägst sie mit einem Pinsel auf dein Gesicht auf. Passt auf! Es erwürgt mich! Oh oh! In der Zwischenzeit hat das Mädchen begonnen, einen Lidschatten mit der Tentakeltinte aufzutragen, ohne dass ihr jemand hilft. Lass ihn los! Böser Tentakel! Er ist so hässlich, dass ich ihn einfach mit einer Augenklappe bedecke. Wow, diese Augenklappe ist wirklich ein Piratending, das man da trägt. Ich helfe dir mit dem Rest deines Make-ups. Tupfe und bürste deine Wangen und Augen sanft ab. Und füge dann etwas Glitzer hinzu. Mit dieser Schablone zeichne ich dir mit schwarzem Lidschatten ein Anker-Tattoo auf die Wange. Das ist perfekt. Jetzt noch ein rosa Lipgloss zum Abschluss. So, fertig. Wahnsinn! Jetzt siehst du aus wie eine Piratin. Juhu! Sie ist bereit, wie ein echter Pirat in See zu stechen. Oh-oh, eine Schlange hat sich an Bord geschlichen. Das Mädchen ist zu sehr mit Putzen beschäftigt, um die Schlange zu bemerken.
Dann habe ich so mit ihr gekämpft. Was ist das denn? Da ist eine riesige Schlange, die sich auf unseren Mannschaftskameraden stürzt. Schlange, Schlange! Oh nein, die Schlange kommt immer näher. Lass mich die Schlange mit meinen dehnbaren Händen anfassen. Hab ich dich. Los geht's, Kumpel. Sie kann uns immer noch nicht hören. Nicht einmal die laute Geige. Und was jetzt? Ich weiß was. Ich werde in ihrem Ohr herumstochern. Ich wusste es. Ihre Ohren sind voller Wachs. Wir müssen das ganze Wachs herausziehen. Das ist so eklig. Es ist überall auf meiner Hand. Helft mir. Hey, was ist denn das? Mach das weg. Ich werde ohnmächtig. Naja, wenigstens kannst du jetzt hören. Oh nein, es ist Buggy. Hä? Ich glaube, ich habe ein Geräusch gehört. Ach so. Das ist meine Chance. Hä? Huch, sie hat mich fast gesehen. Es ist wahrscheinlich nichts. Ich glaube, das kleine Mädchen wird eine tolle Besetzung für meine Show sein. Hey, Buggy, was machst du denn hier? Bleib ruhig. Hab ich dich. Buggy hat seine Nase verloren. Oh, wir müssen hier raus. Wir haben einen Schrei gehört. Wo ist sie? Sieh mal. Dieser kleine Ball kommt mir bekannt vor. Ich weiß. Das ist die Nase von Buggy. Er muss sie mitgenommen haben. Jetzt habe ich das Mädchen. Warte, wo ist meine Nase? Ich muss sie herbeirufen. Sieh mal, der Ball schwebt. Sieht aus, als würde sie uns zu Buggy führen. Oh oh, was, wenn es eine Falle ist? Ich muss hier raus. Ich glaube, wir kommen der Sache schon näher. Sieh mal, das muss der Ort sein. Wir müssen wirklich vorsichtig sein. Da ist sie. Du hast mich gefunden. Ich habe dich in meiner Falle gefangen. Wir werden mit dir kämpfen. Herausforderung angenommen. Chop, chop. Gum, gum, Pistole. Ja. Buggy hat sein Bein benutzt, um Luffy zu stolpern. Aua. Igitt. Ich bin mit dem Angriff dran. Hi-ya. Ist das alles, was du kannst, Großer? Buggy benutzte seine Kraft, um Zoro von hinten anzugreifen. Oh. Meine Freunde werden verletzt. Oh nein. Aua, meine Augen. Die Show ist vorbei. Oh nein, die Strohhutpiraten sind auch gefangen. Ich werde der Piratenkönig werden. Ich weiß. Dank meiner Gum-Gum-Kräfte kann ich meinen Arm ausstrecken und dich befreien. Bitte lass es funktionieren. Ich habe das Seil losgebunden. Ja, es hat funktioniert. Nimm das, hässlicher Clown. Au, mein Fuß. Super Mega-Punch. Aua. Sie haben es geschafft. Die Strohhutpiraten haben Buggy besiegt. Gute Arbeit, Team. Wir sind die beste Piratencrew aller Zeiten. Schau mir zu, wie ich meine Schwertkünste übe. Wow! Heya! Sieh dir diesen Trick an. Wahnsinn! Das ist so cool! Er weiß wirklich, wie man mit einem Schwert umgeht. Wow, das war fantastisch! Ich muss mir das Schwert besorgen und so cool sein wie er. Wo ist mein... Pass auf! Vorsicht damit! Heya! Wow, das ist so scharf! Lauft! Nö, zurück auf die andere Seite. Alle Mann in Deckung. Was ist, wenn sie sich die Finger wie Würstchen schneidet? Oder wie Karotten? Ihr habt mich gerade hungrig gemacht, Leute. Ich weiß, was zu tun ist. Nimm ein Stück Papier und falte es so, dass eine Papierklinge entsteht. Dann nimm ein weiteres Stück, um einen Griff und eine Hülle für das Schwert zu machen. Ich habe ein neues Schwert für dich, Pirat. Willst du mit mir üben? Oh ja, los geht's! Ich liebe es, ein Teil der Strohhutpiraten zu sein. Aber ich vermisse meine Familie sehr. Keine Sorge, wir wissen, wie wir dich in die echte Welt zurückbringen können. Wir müssen nur dieser Karte folgen. Wir müssen dich in das gleiche Fass stecken, in dem du gekommen bist. Und vergiss nicht, diese Karte mitzunehmen. Mach's gut, Pirat!
Der Nerd wird seit Tagen vermisst. Los geht's. Jemand ist an der Tür. Ah! Sie ist ein Pirat? Keiner kann mich mehr schikanieren. Ich bin ein Strohhut-Pirat. Schau dir mein Gesicht an. Ich hasse meine Pickel. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Meine Pickel sind immer noch da. Komm mit mir. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen es auf die Meerjungfrauenart. Ich bin gleich wieder da. Heute wird uns eine Schneckenfamilie helfen. Ich werde einfach eine Schnecke auf deine Stirn setzen. Noch eine Schnecke, bitte. Diese kommt auf deine Wange. Und noch eine für die andere Wange. Jetzt warten wir, bis sie etwas Schleim abgelassen haben. Oh, ich glaube, sie sind fertig. Danke, Schneckenfamilie. Verteile den Schleim in deinem Gesicht. Lass mich deine Brille abnehmen. Jetzt heißt es wieder warten. Oh, schön. Der Schleim hat sich endlich in eine Gesichtsmaske verwandelt. Wahnsinn. Meine Haut ist glatt wie eine Perle. Oh, da ist jemand eine hinterhältige Krabbe. Oh nein, Sebastian schneidet dem Mädchen die Haare. Was zum... Ist das mein Haar? Was ist passiert? Du, gib mir die Schere und verschwinde von hier. Entschuldigung. Da du schon einen Teil deiner Haare abgeschnitten hast, werde ich es einfach ausgleichen. Hast du gerade noch mehr Haare abgeschnitten? Komm mit mir. Ich werde dafür sorgen, dass du stylischer aussiehst. Okay, entspann dich ein bisschen. Ich bin gleich wieder da. Was hat sie vor? Oh Mist, die schnippische Krabbe ist wieder da. Keine Sorge. Ich bin nur hier, um zu beenden, was ich angefangen habe. Ich bin der beste Haarstylist im ganzen Königreich, weißt du? Ich habe einen Tintenfisch. Das ist perfekt. Ich werde dir blaue und schwarze Tintenfischtinte in die Haare gießen. Wir sind noch nicht fertig. Ich werde dein Haar mit diesen Edelsteinen extra glitzern lassen. Siehst du, wie es glitzert? Du siehst aus wie ein Star. Ich fühle mich wirklich wie ich selbst. Ich muss mich hinsetzen und meinen Schwanz strecken. Wow, dein Schwanz sieht so schön aus. Und was ist mit mir? Ich habe mein Bestes gegeben, um einen Meerjungfrauenschwanz zu basteln. Das ist kein Kunstprojekt. Nein, nein, nein. So macht man das nicht. Lass mich diesen albernen Schwanz abnehmen. Den hast du wirklich so haltbar gemacht. Halt still. Ich muss erst einen Anruf tätigen. Wen ruft Ariel an? Na toll, das klingt perfekt. Oh nein, sind das Tentakel hinter ihr? Es ist Ursula. Hallo du. Habt keine Angst, sie ist hier, um zu helfen. Es wird Zeit, dass ich die Dinge selbst in die Hand nehme. Sieh dir diese Stiefel an. Erlaub mir, sie mit Wasser zu füllen, um mit meinem Gebräu zu beginnen. Ich möchte ein paar Wasserkugeln hinzufügen. Seh zu, wie sich die Farben vermischen. Was noch? Oh, ich weiß schon. Badebomben. Oh ja, mein Gebräu ist so schön geworden. Jetzt kommt die letzte Zutat. Ein kleiner Tropfen Magie genügt. Ich werde euch den schönsten Schwanz geben, den eine Meerjungfrau je gesehen hat. Es ist vollbracht. Na los, tauche deine Füße hinein. Ich hoffe, das funktioniert. Wow, da passiert was. Meine Beine haben sich in einen Meerjungfrauenschwanz verwandelt. Zeit, meine Bezahlung zu kassieren. Gebt mir alle Diamanten. Das hast du gut gemacht. Ich sollte gehen. Mit diesem Schwanz kann ich besser im Meer schwimmen. Hör auf, mit dem Schwanz zu wedeln. Aua, hör auf damit. Was soll der Krach? Aua. Huch? Ich glaube, ich habe etwas Wertvolles getroffen. Hä? Hä? Schneit es schon? Ein Fischer schubt gerade einen Fisch. Armer Fisch. Das werde ich nicht dulden. Ich werde ihn mit einem Zauberspruch belegen. Hm? Wo ist mein Fisch hin? Ich rieche etwas Fischiges hinter mir. Es ist der Fisch. Mit einem Rasierapparat rasiert dieser Fisch meinen Kopf? Nein! Jetzt weißt du, wie es sich anfühlt. Ich bin froh, dass der Fischer seine Strafe bekommen hat. Was machen wir jetzt mit diesen Schuppen? Sie glänzen so sehr. Ich weiß. Sieh dir dieses süße Oberteil an. Wir werden es noch modischer machen. Geh und streue die Schuppen über das ganze Oberteil. Gefällt dir das? Was jetzt? Lass die Magie geschehen. Tada! Dein ganz eigenes Meerjungfrauen-Outfit. Eine Sekunde. Wie sehe ich aus?
Wahnsinn, du siehst so schön aus. Ich bin so eine schöne Meerjungfrau. Heute wird ein guter Tag werden. Oh nein, ich bin in einem Fischernetz gefangen. Helft mir. Ich hab dich. Oh nein, jemand muss uns helfen. Ich hab's. Ihr wisst, dass ich ein Experte im Schnippeln bin. Ich schneide einfach das Seil durch. Aua. Bist du okay? Ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist. Das war so knapp. Dieses Netz ist so nervig. Warte, das könnte nützlich sein. Wozu denn? Hey! Lass uns zu meiner Schönheitsbox zurückgehen. Es ist Zeit, kreativ zu werden. Zuerst rosa Lidschatten. Ich werde dein Gesicht über das Netz zeichnen. Dann machen wir lila Lidschatten für deine Wangen. Bist du bereit? Voila! Jetzt sehe ich wirklich wie eine echte Meerjungfrau aus. Da fehlt noch was. Hier bewahre ich alle meine teuren Perlen auf. Ich werde dir die Perlen vorsichtig auf die Stirn kleben. Mit den Perlen wirst du noch mehr wie eine Prinzessin aussehen. Und schon sind wir fertig. Das ist ja unglaublich. Ich sehe mit Perlen und Schuppen so viel besser aus. Warum bist du verärgert? Ich möchte so geschminkt sein wie die Meerjungfrau. Das steht in der Anleitung. Natürlich. Wie könnte ich das vergessen? Eine Sekunde. Rate mal, was in diesem Muschelbeutel ist. Es ist voll mit Make-up-Produkten. Das glänzt so sehr. Such dir deine Lidschatten aus. Ich will rosa und blau und lila. Gute Wahl. Schließ deine Augen, damit ich ihn auf deine Augenlider auftragen kann. Jetzt füge ich noch ein bisschen lila und blau hinzu. Mach die Augen auf. Meine Augen sehen toll aus. Ich werde diese Fischschablone benutzen, um deinen Eyeliner zu zeichnen. Wer braucht schon ein Katzenauge, wenn wir ein Fischschwanzauge machen können? So geht's. Jetzt zeichne ich die Flossen. So machen wir das im Ozean. Voila! Es passt alles zusammen. Jetzt noch die Lippen. Die machen wir einfach mit Lipgloss glänzend. Du wirst eine perfekte Meerjungfrau sein. Mit mehr Farben ist alles besser. Dieses Regal ist so hoch. Ich komme nicht an die Kiste heran. Mach schon, mach schon. Ach. Oh nein, ich habe sie fallen lassen. So viele Patronen sind rausgefallen. Was ist passiert? Ich wollte sie nicht fallen lassen. Warum hast du überhaupt nach der Schachtel gegriffen? Naja, ich werde aus diesen Muscheln eine Muschelkrone machen. Sie passt perfekt auf deinen Kopf. Wahnsinn! Du siehst aus, als könntest du das Meer beherrschen. Mir bleibt etwas im Hals stecken. Muscheln? Oh, ich habe noch eine tolle Idee. Lass uns die Muscheln absetzen. Ich werde Harzkleber in jede Muschel gießen, bis sie ganz voll ist. Dann lege ich eine Perle hinein und lasse sie trocknen. Tada! Muschelohrringe. Siehst du nicht einfach schick aus? Ich bin so glücklich mit meinem neuen Schmuck. Lass uns einen Ring auf diese schöne Hand stecken. Meine Güte! Warum sind deine Nägel so schmutzig? Wir müssen sie sauber machen. Ich habe die Ware. Haltet eure Hände ruhig. Ich werde sie mit Seife einreiben. Ist ein bisschen kitzelig, was? Wir sind fast fertig. Jetzt werden wir deine Nägel mit diesem Gerät bearbeiten. Wahnsinn! Wie funktioniert das denn? Du steckst einfach deinen Finger hinein, damit ich den Nagellack aufstempeln kann. Kinderleicht, nicht wahr? Wahnsinn! Das war so einfach zu machen. Seht euch meine Nägel an. So viele lustige Formen. Meine Hände können auch ohne Ring modisch sein.